große Rolle. Also das heißt, bei der Durchführung wäre es wichtig, erstmal den Mitarbeiter sich selbst einschätzen also die zu Selbsteinschätzung, lassen. Die an der Vorbereitung. Und dass wir dann in die Diskussion einsteigen. Ja. Und wo ich eben auch mal das Feedback gebe und auf jeden Fall auch nochmal meine Sicht auf die Entwicklungspotenziale. Genau. Ja. Es wäre also sehr, sehr gut, wenn der Mitarbeiter sich vorbereitet hat, dann kannst du ihn auch mit einer Selbsteinschätzung als erstes konfrontieren, dass er einmal sagt, wie sieht er sich. Und dann gibt es die Fremdeinschätzung von dir als Führungskraft dazu. Ja. Okay. Und dann gibt es viel besser eine Basis, weil indem du als erstes das Fremdbild gibst, gibst du ja schon eine Orientierung vor. Und dann das Selbstbild dazu zu geben, das bedarf schon eines sehr selbstbewussten Mitarbeiters. Ja, okay. Und dann wird es auch schwieriger, die Diskussion daraus abzuleiten. Okay. Mhm. Ja, also empfehlenswert Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung und dann zu schauen, wo gibt es eine Deckungsgleichheit und wo weichen die Dinge eventuell voneinander ab. Und dann ist es natürlich wichtig, auch von dir als Führungskraft, du hast es zum Teil angesprochen, bei der Kundenorientierung Beispiele zu benennen. Okay. Womit unterlegst du deine Argumentation? Und die Beispiele sollten natürlich so kommen, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie aus der kürzeren Vergangenheit kommen und nicht bei einem Mitarbeitergespräch einmal im Jahr irgendwann gesammelt ein gesammelt, Jahr aus, genau, aus dem, okay. aus dem Februar kommen ja. oder aus dem Mai, weil dann kann sich keiner mehr dran erinnern. Das heißt natürlich auch für dich als Führungskraft, dass du zukünftig dir eine Niederschrift zu den Mitarbeitern anfertigst, regelmäßig übers Jahr, was ist dir aufgefallen? Ja, das ist doch datenschutztechnisch eine Riesenkatastrophe. Da hatten die uns erst letztes Jahr, dass wir solche Aufzeichnungen... Das sind deine Aufzeichnungen, einfach zu Wahrnehmungen des Mitarbeiters. Die bleiben natürlich bei dir unter Verschluss. Also höchstpersönlich. Höchstpersönlich und... das ist aber eine Voraussetzung, um ein zielführendes, ehrliches, authentisches Mitarbeitergespräch zu führen. Weil du widersprichst hier nicht dem Datenschutz, weil du stellst es ja nicht irgendwo öffentlich ein, sondern es sind deine persönlichen Dokumentationen, Niederschriften und die brauchst du, um ein gutes Mitarbeitergespräch zu führen. Also sozusagen mein Tagebuch. Dein Tagebuch. Okay. Zum Mitarbeiter X, zum Mitarbeiter Y, okay. weil ansonsten okay. bleibt, das ist ja auch letztendlich so eine Regel, es bleiben immer die letzten Erinnerungen dann aktuell und entweder der Mitarbeiter ist positiv in deiner Erinnerung, dann bekommt er ein positives Feedback oder es war etwas, er ist dreimal zu spät gekommen, dann ist das deine Grundaussage. Okay. Und damit bist du nicht ehrlich und gleich behandelt anderen gegenüber. Okay, vom Umfang her, wie sollte ich denn da jetzt Zeit nehmen? Also ich hatte jetzt ja ursprünglich eingeladen, den Mitarbeiter für eine halbe Stunde. Ja. Was mir natürlich jetzt schon sehr lang erscheint. Okay. Allerdings bin ich ja anders vorgegangen, als du mir das jetzt empfiehlst. Also empfehlenswert ist, einen Zeitrahmen von einer Stunde einzuplanen. Eine Stunde? Eine Stunde, ja. Oh. Ja, das ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand, den die Führungskräfte hier aufbringen müssen. Aber eine Stunde hat sich bewährt und ist von vielen Führungskräften dann letztendlich nach der Durchführung auch als realistisch eingeschätzt worden. Es geht auf der einen Seite genau um diese Kriterien, die mal zu besprechen. Und wenn du es so machst, Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung, dann brauchst du auch einen gewissen Rahmen dazu. Du hast hier circa 20 Kriterien, die zu besprechen brauchen schon einen gewissen Zeitrahmen. Dann die Weiterentwicklung, die Wünsche des Mitarbeiters noch zu besprechen und dann noch dazu einmal die persönlichen Dinge des Mitarbeiters zu besprechen. Ja, also sein Umfeld, in dem du empathisch auf ihn auch mit
gehst, einwirkst, damit du zu seinen persönlichen Situationen auch etwas kennst und etwas weißt. Ja, sagen die mir dann wirklich was? Wenn die Vertrauen zu dir haben, sagen die es. Und wir wissen ja aus vielen Beispielen heraus, Mitarbeiter haben schon persönliche Anliegen, die auch das Arbeitsleben beeinflussen. Und von der Seite ist es sehr, sehr wichtig, die Kenntnis auch zu haben als Führungskraft und letztendlich als Unternehmen. In vielen, vielen Familien gibt es Aufgaben der Kinderbetreuung, der Betreuung familiärer Angehöriger oder andere Situationen, die das Arbeitsleben schon beeinträchtigen. Mhm. Und wir nehmen ja oftmals nur am Verhalten der Mitarbeiter wahr, dass die unter Druck stehen, dass Stresssituationen erkennbar sind, gesundheitliche Situationen sich einstellen im Laufe der Zeit, und das muss nicht nur bei den älteren Mitarbeitern sein, das kann auch bei den jüngeren sein. Und dafür ist ein Mitarbeitergespräch auch da, nämlich in Ruhe einmal in einer geschützten Atmosphäre darüber zu sprechen. Okay, und na gut. Daraus ergibt sich letztendlich dieser Zeitrahmen, und ich habe in der Erfahrung mit Führungskräften sehr, sehr häufig auch dann die Erfahrung und die Gesprächserfahrung gemacht, dass viele dann sagen, sie haben am Anfang gesagt, eine Stunde, das erschien mir genau, wie du jetzt reagiert hast, als sehr, sehr viel. Und im Nachgang haben die Mitarbeiter dann oder die Führungskräfte dann gesagt, wir haben die Stunde gebraucht. Wir hätten zum Teil mit manchen Kollegen noch länger sprechen können. Ja, na gut, okay. Na, also taktisch das so. Von der Vorbereitung muss ich ja auch noch etwas Zeit investieren. Also das ist dann ja auch noch mal eine knappe halbe Stunde auf jeden Fall. Und dann solltest du noch circa 30 Minuten für die Nachbereitung nehmen.